Mythos Wald. Zwischen den Stümpfen. Tja, das war alles einmal schöner, schattiger Wald. Was ist passiert? Wir gehen gerne wandern im Wald, spielen Verstecken, gehen Gassi oder picknicken. Sogar Wohnen im Wald wird immer mehr zum Thema. Aber am allerliebsten gehen wir in den Wald, um uns wie die buchstäbliche Axt im selbigen aufzuführen. Wir vernichten ihn, um schicke Möbel zimmern zu können, Tiere dort weiden zu lassen, die wir nachher sowieso essen, Straßen zu bauen, Klopapier herzustellen und. Alleine für 500 Blatt neuen Papiers benötigt man 7,5 Kilo Holz. Würde jeder Deutsche im Jahr bloß ein DIN A4 Blatt sparen, entspräche das einem Stapel so hoch wie der Mount Everest. Weltweit werden jedes Jahr bis zu 13 Millionen Hektar Wald vernichtet. Pro Minute ist dies eine Fläche von 35 Fußballfeldern. Bald fehlt uns nicht nur das schattige Plätzchen unter der großen Eiche am Dorfteich. Nein, es fehlt bald die Luft zum Atmen. Denn wenn der Wald verschwindet, wird Kohlendioxid freigesetzt. So viel sogar, dass jährlich rund 2 Milliarden Tonnen oder 17,4% des Treibhauseffektes der Entwaldung zuzuschreiben sind. Das will ja auch keiner. Wir wollen es doch alle behalten, unser Naherholungsziel Nummer 1. Aber wir wollen auch alle einen Doppelwopper vom Eichentisch essen. Die Verringerung der Waldfläche hat die verschiedensten Gründe. Nutzholzdiebstahl, mehr Platz für die neue Milliarde an Menschen, die bis 2050 erwartet wird, Papier- und Möbelherstellung oder Biotreibstoff. Deutschland wäre unter natürlichen Umständen annähernd vollständig mit Wald bedeckt. Heute ist der Waldanteil auf etwa ein Drittel geschrumpft. Durch Menschenhand.